schönen guten Tag. Herzlich willkommen bei der Online-Gesundheitsecke des St. Vinzenz Krankenhauses Hanau. Heute mit dem Thema Darmkrebs frühzeitig erkennen, behandeln und heilen. Ich bin Peter Buschmann, seit 40 Jahren hier im Vinzenz Krankenhaus Hanau, stehe für dieses Krankenhaus und freue mich sehr, heute unsere beiden Experten für dieses Thema hier zu haben. Das ist einmal Herr Dr. Johannes Hausmann, Chefarzt der Gastroenterologie in der Inneren Medizin, und einmal unseren Chefarzt, den Dr. Lars Brinkmann, für Allgemein- und Viszeralchirurgie. Aber ich denke mir ganz einfach zum Anfang eine kurze Vorstellung und wir fangen mit Herrn Dr. Hausmann an. Ja, mein Name ist Johannes Hausmann. Ich bin seit Anfang dieses Jahres im St. Vinzenz Krankenhaus tätig und leite hier die Abteilung für Gastroenterologie und Endoskopie. Ich habe die letzten 15 Jahre an dem Universitätsklinikum in Frankfurt verbracht und auch da meine Schwerpunkte in der Endoskopie und auch in der Therapie von chronisch entzündlichen Darmerkrankungen gehabt. Herr Dr. Lars Brinkmann. Wie gesagt, mein Name ist Lars Brinkmann. Ich leite hier die Abteilung für Allgemein- und Viszeralchirurgie und bin seit circa 4 Jahren hier im Hause und freue mich jetzt, Ihre Fragen anzunehmen. Ja, da sind auch einige Fragen hier und wie gesagt, nochmal vielen Dank, dass Sie hier sind heute Abend. Und dann starten wir doch gleich mal. Eine sehr spannende Frage ist immer, was ist Darmkrebs und wie entsteht er? Ja, Darmkrebs entsteht in aller Regel nicht einfach so, sondern meistens über erstmal gutartige Schleimhautwucherung der Dickdarmschleimhaut, die ganz klein anfangen und wenn man sie nicht entdeckt und vor Ort belässt, größer werden im Laufe der Jahre und dann irgendwann mal bösartige Merkmale entwickeln. Das heißt, sie wachsen in die Tiefe, sie infiltrieren die Darmwand und sie beginnen zu streuen, zu metastasieren. Das heißt, dass Tumorzellen über den Blutkreislauf oder auch über das Lymphsystem in den restlichen Körper streuen können und sich dort absiedeln. Dann hat man ein metastasiertes Tumorleiden. Wer ist denn betroffen? Ist es jetzt so, dass es nur ältere Personen sind oder auch jüngere Personen? Und gibt es Risikofaktoren? Grundsätzlich kann man sagen, dass jeder betroffen sein kann, aber natürlich ist es so, dass aufgrund des Geschehens der Tumorentwicklung in der ersten Linie ältere Patienten betroffen sind. Und hier auch mehr männliche Patienten als weibliche Patienten. Aber es gibt auch eine Gruppe von leider genetisch vorbelasteten Patienten, durch bestimmte Erkrankungen schon im jüngeren Alter hier Merkmale eines Darmkrebs oder einer Darmerkrankung aufweisen können. Und hier gilt es auch, besondere Vorkehrungen zu treffen und besondere Diagnostik einzuleiten. Und was sind Risikofaktoren? Welche gibt es? Wie bei vielen anderen Erkrankungen auch, ist Alkohol und Nikotinkonsum ein Risikofaktor für die Entstehung von Dickdarmkrebs. Es gibt aber auch noch weitere Risikofaktoren, das hatten wir eben schon genannt, das ist eine erbliche oder genetische Vorbelastung. Aber auch mit der Ernährung hat man einen gewissen präventiven Einfluss auf die Entstehung von Dickdarmkrebs. Der Verzehr von rohem Fleisch gilt als schädlich, Alkohol hatte ich eben genannt, eine ballaststoffreiche Ernährung soll Darmkrebs vermeiden oder kann Darmkrebs vermeiden. Eine fettarme Diät ist sicherlich sinnvoll und natürlich ist Übergewicht auch ein Problem, fehlende Bewegung im Alltag. All das sind Dinge, die man vermeiden sollte, wenn man selbst aktiv etwas dafür beitragen möchte. Eine sehr oft gestellte Frage, ab wann soll ich denn und darf ich denn zu einer Vorsorge gehen? Gibt es da Altersstrukturen und was bezahlt die Krankenkasse? Das ist, wie gesagt, immer eine sehr häufig gestellte Frage. Also wenn ich keinerlei Beschwerden, keine Symptome habe, es geht mir gut, ich bin ein gesunder Mensch, was den Darm angeht und bin auch nicht erblich mit Darmkrebs vorbelastet, dann ist es sinnvoll, und das wird auch von der Krankenkasse entsprechend übernommen, dass man eine Vorsorge macht. Im Alter von 50 bis 55 Jahren wird jährlich ein Stuhltest gemacht. Der wird nach okkultem, also verstecktem Blut, was man so einfach nicht bemerkt, geguckt. Und das wird ab dem 55. Lebensjahr zweijährlich auch gewährleistet. Das ist ein Teil der Vorsorge. Der wichtigere und auch bessere Teil der Vorsorge ist die Vorsorgekoloskopie. Die wird für Männer ab dem 50. Lebensjahr bezahlt. Für Frauen ist es das 55. Lebensjahr, weil die Männer einfach häufiger und auch früher betroffen sind. Und wenn man da nichts findet, das heißt keine Polypen
entdeckt werden, auch kein Darmkrebs, auch keine Vorläuferstadien von Darmkrebs, dann wird das nach weiteren 10 Jahren wieder empfohlen und auch bezahlt. Wo kann man sowas machen lassen? Den normalen Stuhltest, den kann man beim Hausarzt oder auch zum Beispiel beim Frauenarzt oder beim Gastroenterologen durchführen lassen. Und die Dickdarmspiegelung aus Vorsorgegründen ist Domäne der niedergelassenen Gastroenterologen. Das ist deren täglich Brot, die sind darauf eingestellt und können das gut so Vorsorgeuntersuchungen durchzuführen. Und wenn dann ein niedergelassener Gastroenterologe was gefunden hat, der würde dann auch eine Überweisung ins Krankenhaus geben und wie würde es dann weiter ablaufen? In der Regel ist der Verlauf so, wenn ein Patient mit einem schon histologisch gesicherten Befund eines Dickdarmkrebses zu uns kommt, wir mit diesem Patienten erneut sprechen, eine sogenannte Anamnese erheben und den Patienten untersuchen. Wir würden dann die weitere Diagnostik veranlassen, die in dem Fall sicherlich eine Ultraschalluntersuchung bedeuten würde und darüber hinaus eine CT-grafische Untersuchung der betroffenen Organe, aber manchmal auch des Brustkorbs und entsprechend nach Befund, was man findet, dem Patienten einen entsprechenden Therapievorschlag machen. Und auch für viele Patienten oder für viele Bürger, das ist eine Frage an Sie, Herr Dr. Hausmann, und zwar, ist das schmerzhaft, eine Darmspiegelung? Die Darmspiegelung kann man auf 2 Arten im Prinzip machen. Es gibt die Möglichkeit, dass man sie wach macht und bei vollem Bewusstsein miterlebt. Oder man kann einen venösen Zugang legen, meistens in die Ellbeuge, eine Nadel, und darüber ein Narkosemittel applizieren, dass man die Untersuchung verschläft. Das ist eine relativ sichere Form der Narkose. Das ist auch keine Vollnarkose, wie sie im OP durchgeführt wird. Das heißt, man braucht keinen Anästhesisten. Der Patient atmet selbstständig, muss auch nicht intubiert werden. Es ist eine sogenannte Schlafspritze, eine ganz leichte Narkose, die aber doch ausreichend tief ist, dass man davon nichts mitbekommt. Die Untersuchung selbst, wenn man sie denn wach macht, auch viele Patienten ertragen das ganz gut, die ist unangenehm, es drückt manchmal im Bauch, es kann tatsächlich Situationen geben, wo es auch mal schmerzhaft ist, aber die meisten Menschen tolerieren das eigentlich ganz gut. Auch im wachen Zustand hat den Vorteil, dass sie auch mal mitgucken können und auf dem Monitor sehen, wie sie von innen aussehen. Sie hatten es ja jetzt gerade schon mal etwas angesprochen, Herr Dr. Brinkmann. Was passiert denn, wenn ein Darmkrebs diagnostiziert ist? Ist er heilbar? Ja, das ist eine große Frage bei Krebs, muss man grundsätzlich sagen, denn von Heilung zu sprechen, muss man wirklich sich ganz sicher sein und sowas wird sich auch erst im Laufe der Jahre zeigen, sodass einige Experten auch sagen, dass wenn man einmal Krebs hat, ist man ein Leben lang Krebspatient. Aber dennoch bedeutet das natürlich für viele Patienten durch die modernen Methoden, die wir zur Verfügung stehen haben heutzutage, sei es die konservativen über Chemotherapie oder auch Bestrahlungstherapie, aber eben auch durch die Operation, dass man viele Operationen heute so durchführen kann, dass man von einer Quasi-Heilung sprechen kann. Aber das ist natürlich ganz entscheidend davon abhängig, welches Tumorstadium der Patient bietet. Das weiß man häufig auch erst. Allerdings, das muss man ehrlich sagen, nach der Operation bzw. nach dem durchgeführten Eingriff, weil man dann erst das Ausmaß des Krebs wirklich beurteilen kann. Herr Dr. Hausmann, gibt es Frühwarnsymptome, Entschuldigung, für Darmkrebs? Kann man da was sagen? Also ein ganz typisches oder das typische Symptom für Darmkrebs ist vor allem die Blutung, wenn man merkt, dass man auf Toilette geht und da sind Blutspuren dabei, der Stuhl ist vermischt mit Blut, das ist ein Grund, unbedingt zum Arzt zu gehen und sehr wahrscheinlich, wenn man keine andere sinnvolle Ursache dafür findet, auch eine Dickdarmspiegelung machen zu lassen. Ganz häufig ist es aber auch so, dass man den Darmkrebs, zumindest die frühen Stadien, überhaupt nicht merkt. Das tut nicht weh und es macht auch keinen Durchfall, zumindest nicht immer. Und man kriegt einfach nichts mit davon als Patient. Umso wichtiger ist es, dass man entsprechende Vorsorgeuntersuchungen wahrnimmt, auch wenn man sich völlig gesund und normal fühlt. Herr Dr. Hausmann, wenn ich jetzt eine Vorsorge hier in Hanau machen möchte, wo muss ich denn mich hinwenden? Also wie ich es bereits gesagt hatte, die Stuhltests, die kann man beim Hausarzt oder Hausärztin durchführen lassen oder zum Beispiel auch beim Gynäkologen oder beim Urologen werden die angeboten. Wenn es darum geht, dass man eine Koloskopie, eine Vorsorgekoloskopie macht, braucht man einen niedergelassenen Gastroenterologen und da gibt es hier in Hanau zum Beispiel die große gastroenterologische Praxis, die IPG. Die sind darauf spezialisiert und machen das. Und
Jetzt nochmal eine Frage an Herrn Dr. Brinkmann. Der Patient kommt mit Schmerzen, eventuell auch mit analen Blutungen in die Notaufnahme und Sie schauen sich den Patienten an, sehen dann, das könnte auch in eine andere Richtung gehen. Wie ist die Zusammenarbeit dann mit unserer endoskopischen Abteilung mit Herrn Dr. Hausmann? Bei uns ist es so, dass wir mittlerweile durch die enge Zusammenarbeit mit den Gastroenterologen eine gemeinsame Station, wir nennen sie hier die Bauchstation, haben, wo wir schon bereits über die Aufnahme, wo der Patient zu uns kommt, dann in dieser Notfallsituation durch zwei unterschiedlich geprägte Kollegen, sprich von der chirurgischen Seite und von der internistischen Seite, angesehen werden kann und über diese enge Vernetzung dann der Patient sehr schnell einer Diagnostik zugeführt werden kann. Das passiert dann auf der sogenannten Bauchstation bei uns. Und wenn dann doch am Ende des Tages eine Behandlung, die sogar eine Operation bedeutet, notwendig wird, sehr schnell der Chirurg, der von Anfang an in die Behandlung mit eingebunden war, hier dann zur Seite treten kann. Ja, ich denke, somit haben wir viele Fragen beantwortet. Ich bedanke mich ganz herzlich bei Herrn Dr. Hausmann, bei Herrn Dr. Brinkmann, dass Sie heute Abend hier in unserem kleinen neuen Studio sozusagen die Gäste waren und freue mich, Sie auch gerne wieder einzuladen bei einem neuen interessanten Thema.